lebendig sein. Gebaut für uns, für jedes Kind, für alle, die Gemeinde sind, die glauben, dass mit Gottes Wort Gerechtigkeit aus Menschlichkeit beginnt an jedem Ort. Nicht nur ein Zentrum der Jugendbildungsarbeit, sondern wir haben hier auch Kirchen, mehrere. Und in einer beginnen wir hier den Gottesdienst in unserer Turmkapelle. Wir laden euch ein zu unserer Kirchweih an diesem. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der auferstandene Herr, er sei mit euch. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Kirchweihgottesdienst heute auf Burg Feuerstein. Das Haus aus Stein, so haben wir es gerade gehört im Lied. Das Haus aus Stein, es soll lebendig sein. Wer hier oben Menschen erlebt und Jugendliche erlebt, die sich hier einbringen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt, die Gönnerinnen und Gönner, der merkt, dass hier Leben ist, dass hier etwas Lebendiges ist, dass hier etwas zum Wachsen kommt, was jeden Einzelnen, der sich darauf einlässt, auch ein Stück weit verwandeln kann. Und so wie wir es im Evangelium dann später hören, auch ein Stück weit verklärt werden kann, um dann in seinen Alltag hineinzugehen. Gottesdienst soll immer die Menschen herausreißen aus dem grauen Alltag und das Herz sozusagen stärken für die neue Woche. Feiern wir jetzt diesen Kirchweihgottesdienst und schauen wir, dass wir diese lebendigen Steine sind, die die frohe Botschaft Jesu hinaustragen. Begrüßen wir ihn, Christus. Sei bei uns, führe ihr Lesung,
Kirche der Burg Feuerstein ist für mich eine einzigartige Experimentierwerkstatt. Ein Ort der Begegnungen, an dem jeder so sein kann, wie er ist. Ort der Mitgestaltung, Veränderung, Andersartigkeit und Gottesdienst gegen den Strom. Heimat, Zuflucht, heiliger Ort. Ein Ort, an dem Glauben immer wieder neu erlebbar ist. Die Kirchen von Burg Feuerstein sind für mich ein Ort der Geborgenheit. Reinkommen, Platz nehmen, da sein dürfen. Die Kirche der Burg Feuerstein ist für mich der Ort, an dem ich geheiratet habe. Von dir allen Menschen über Feinde und Fronten hinweg. Du bist gepriesen, Gott, dein Reich ist in dieser Welt. Menschen, Jesus, dem Bruder und in dem ist der Ewige, der war und ist und kommt. Der Gott, der auch in Zukunft da sein wird und handeln. Wir danken dir für dieses Haus, das wir für deinen Namen bauen durften und erhalten können. Wir bitten dich um deine Gegenwart, die ganz allein die Kirche zum Haus Gottes macht. Lass Menschen, die dieses Haus betreten, bei dir zur Ruhe kommen und dir neu begegnen. Erfülle sie mit Hoffnung, weil du lebst. Lass sie erkennen, wer du bist und wie du gibst, dass als Beschenkte sie dieses Haus verlassen und ihren Alltag froh in deinem Segen leben können. Das bitten wir für uns auch, Herr. Lass Gottesdienste nicht Routine werden. Sprich du uns selber an und mach uns neu. Komm du in alle Schwachheit und in alles Leid und lass uns deinen Trost erfahren. Was falsch ist, bringe du zurecht. Was sterben will, belebe du und richte auf. Was krank ist, heile du in deiner Güte. Lass hier im Kleinen schon geschehen, was unsere Welt im Großen so sehr dringend braucht. Ja, komm du selbst, erbarme dich und mache alles neu. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Halleluja, Halleluja. Jesus Christ, you are my life, you are my life. Halleluja. Ja, dieses Evangelium ist kein klassisches Kirchweih-Evangelium. Normalerweise nimmt man ja an Kirchweih den Zachäus. Heute muss ich deinem Haus zu Gast sein. Oder man nimmt das Evangelium, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Würde auch hier für den Feuerstein passen, denn hier sind auch überall Felsen und die Oberkirche ist wie so ein großer Felsen gebaut. Aber nein, wir nehmen hier das Evangelium von der Verklärung Christi. Warum? Zum einen heißen unsere Kirchen Verklärung Christi. Und zum anderen haben wir hier auf dem Feuerstein etwas ganz Besonderes. Wir haben ein Stück Stein von dem Verklärungsberg hier bei uns am Ambo eingemauert. Darum nehmen wir heute dieses Evangelium. Und ich glaube auch, dass dieses Evangelium schon etwas mit unserer Arbeit hier zu tun hat auf dem Feuerstein. Wenn Jugendliche hierher kommen und uns dann nach einer gewissen Zeit, einem Wochenende, einer Woche, einem Ferienkurs wieder verlassen. Also mich spricht ja bei dem Evangelium immer die Situation, dass diese Jünger und Jesus bewusst auf einen Berg gegangen sind und auch Mose mit den Gesetzestafeln war auf einem Berg, Elia war auf einem Berg und die Jugendlichen kommen ja hier oft auf diesen Berg für Wochenende, wie du gesagt hast, dafür vielleicht für Ferienzeit und sie gehen danach aber wieder ins Tal hinunter. Sie werden sicherlich Erfahrungen machen, religiöse, spirituelle Erfahrungen. Und ich glaube, es ist auch immer wieder eine Bereicherung, von der wir gar nicht hören, von der wir vielleicht erst manchmal Jahre später erst mal erzählt bekommen, das war damals so toll, wie wir da oben auf dem Feuerstein gewesen sind. Glaube ich auch. Und es ist aber auch ja das, was Jesus mit seinen Jüngern macht. Ne? Er geht ja dann von diesem Berg wieder runter und sagt ihnen, sie sollen niemanden erzählen. Und sie fragten sich, was ist es von den Toten aufzuerstehen? Und auch das wird erst später in ihrem Leben, also wenn der ganze Karfreitag, der ganze Karsamstag hinter ihnen liegt und dann dieser Ostermorgen kommt und dann, bis sie ihn dann mal richtig sehen, also wenn das alles hinter ihnen liegt, dann spüren die erst und können sich daran erinnern, ja, was heißt es von den Toten auferstehen? Und können das dann aus dieser Erinnerung heraus zehren, was sie da auf dem Berg erlebt haben. Ja, und wenn ich Kursarbeit mache mit den Jugendlichen, dann nehme ich ganz oft die Evangeliumsstelle im Nachhinein und sage, was sind die Sätze, die euch bewegen, die euch im Kopf bleiben oder die, mit denen ihr euch beschäftigt. Und mit dem Blick bin ich auch an das Evangelium rangegangen, weil das Evangelium zur Kirchweih gab es schon, als ich hier vor 16 Jahren angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, so, was würden meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sagen, vielleicht sich auf die Stelle beziehen, seine Kleider wurden so strahlend weiß, die Verwandlung, dass man vielleicht auch manchmal Menschen in einem anderen Licht wahrnimmt, neu beeindruckt ist, viel rausziehen kann und noch gar nicht weiß, was hat mir diese Begegnung eigentlich gebracht. Und die zweite Geschichte ist die, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das, was nach dem Jugendliche suchen, nämlich jemanden, einen Menschen, in dem Fall Jesus, nach dem ich mich ausrichten kann, der mir ein Beispiel ist und von dem jemand, der mir, dem ich vertraue, sagt, folgt dem, das ist der Richtige. Also ich glaube schon, nehmen wir mal Ostern, glaube ich schon, wenn sich da Jugendliche richtig darauf einlassen, nicht nur oder Weihnachten und nicht nur kommen, weil sie jetzt kommen müssen oder so, sondern weil die sich wirklich sagen, okay, ich lasse mich da drauf jetzt ein. Ich glaube schon, dass das verwandelt. Das glaube ich schon, dass wer da 3 Tage intensiv mit euch, mit uns da lebt, die Kurse mitmacht, den Gottesdienst mitmacht, die Liturgien mitfeiert, ich glaube schon, der geht anders zurück, als er kam. Das war mal bei Ostern live, ich weiß gar nicht, da war mal ein Interview mit einem jungen Mädchen und die hat es irgendwie so rübergebracht. Und das fand ich spannend und schön. Und ich glaube, das wiederum kriegst du in der normalen Gemeinde nicht so hin. Wo dieses Gemeinschaftsleben nicht ist, dieses Einfügen, dieses Miteinander, auf was aufbauen. Das ist halt hier auch auf Zeit. Ja. Das heißt, du bist ja an einem
Wochenende bei Karl Ostertagen da. Zu Hause hast vielleicht auch eher nochmal die Verpflichtung, du musst kommen, weil es dazugehört. Hier kannst du dich frei entscheiden. Du kannst auch frei an einem Sonntag dazukommen, ohne dass du vielleicht beim Kurs bist. Oder du kommst, weil du weißt, andere sind auch da. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Erleichterung, weil diese Verpflichtung wegfällt. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass auch das eine Grundlage hat, warum manchmal Leute auch so am Sonntag kommen, auch Altfeuerstein, die sagen, ja, vor 30, 40, 50 Jahren, oder die dann von der Kirchweih selber erzählen, von 1961, die dann auch sagen, ja, da war ja der ganze Burghof voller Menschen und, und. Also das ist natürlich etwas, was, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, in der Langzeitbetrachtung kannst du es gar nicht bewerten. Du kannst es auch nicht sagen, wenn, dann ist es automatisch, aber es ändert sich was. Und ja, das ist eine gute Chance, die der Feuerstein hat für Jugendliche. Ja. Und was er auch noch bietet, ist, du kommst an die Leute ran. Zum Beispiel während der K- und Ostertage sind wir als Kursleitung die ganze Zeit da, sprechen hinterher über die Gottesdienste zwischendrin. Du beschäftigst dich mit Sinnfragen und wir stehen ja zu dem, was wir tun. Also wir wirken ja nicht durch irgendwas, was wir uns auswendig lernen, sondern weil es unsere Haltung ist, mit der wir hier arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was man, also ich auch, ich kann die Augen zumachen und kann mich an Ostergespräche mit Teilnehmern erinnern, die ewig zurückliegen, ja, weil sie so berührt haben. Das ist ja das, was Kirche ausmacht. Wir hören jetzt hier im Hintergrund diesen Bohrhammer, der da rappelt und schlägt. Kirche ist ja nicht nur das, was der Stein ist, was das Haus ist, was fest steht, sondern Kirche ist ja das, was jede Christin und jeder Christ mitbringt, an seinen Fähigkeiten, an seinen Talenten. Und ich glaube, dass wenn wir heute Kirchweih feiern, dann können wir auch gleichzeitig jede Christin und jeden Christ feiern, der im Namen Jesu auftritt und der im Namen Jesu die frohe Botschaft lebt und verkündet. Und wenn wir dazu keinen Presslufthammer brauchen, ist es doch umso besser. Vielleicht langt da ein Lächeln oder ein gutes Wort oder einfach nur eine liebe Geste, dass Christus als lebendiger Baustein unter uns lebendig ist. Bekenntnis, das wir heute hören, ist 2005 bei den K- und Ostertagen auf Burg Feuerstein entstanden.
Ich glaube an Gott, der alles erschaffen und den Menschen seine Schöpfung zur Bewahrung überlassen hat, der viele Menschen Kraft und neue Perspektiven schenkt und mir in seiner grenzenlosen Liebe meine Sünden vergibt. Ich glaube an Gott, der für jeden Vater und Mutter Bruder und Schwester ist und dabei keine Schranken und Vorschriften kennt, der alles zulässt, mich aber nie hängen lässt, der das unfassbare und das letzte nicht zu entschlüsselnde Geheimnis des Lebens bleibt. Ich glaube an Gott, Grund meines Daseins, Quelle meiner Hoffnung, Ziel und Sinn meines Lebens, der Spannung und Freude in mein Leben bringt. Ich glaube an Gott, der mich so annimmt, wie ich bin, der mich so gewollt hat, wie ich bin. Gott, Weg und Licht meines Lebens. Ich glaube an Jesus, der für uns auf die Erde kam als Sohn Gottes, um Gottes Botschaft unter den Menschen zu verbreiten. Ich glaube an Jesus, der nie aufhörte, bestehende Verhältnisse zu hinterfragen, um die Welt zu verbessern, der ein offenes Ohr und einen offenen Blick hatte für Außenseiter, Andersartigkeit und der das andere gelebt hat. Ich glaube an Gott, der ein Freund ist, so wie man ihn sich nur wünschen kann, der sich mit mir auf den Weg macht, um das Leben neu zu entdecken und dabei nicht zu erreichendes Vorbild für mein Leben ist. Ich glaube an Jesus, der für uns gelitten hat, der uns eingeladen hat, mit ihm zu kommen, an den Vermittler, der unser Leben gelebt hat, mit allem, was dazugehört, trotz aller Angst und Zweifel. Ich glaube an den Heiligen Geist, der unbemerkt hinter allem steht und mich beschützt, sollte ich vom Balkon fallen. Ich glaube an den Heiligen Geist, der unbemerkt hinter allem steht und mich beschützt. Der Heilige Geist, der uns ansteckt mit der Kraft seiner Liebe, die unseren Lebensweg begleitet und uns das Gefühl einer grenzenlosen Geborgenheit gibt. Ich glaube an den Heiligen Geist, der nur inspirierend ist und mich auffordert, den Weg mitzugehen. Ich glaube an mich, der seinen Weg geht mit bestem Wissen und Gewissen, dabei als Sandkorn im Getriebe knirscht, als Tropfen den Stein höhlt, als Mensch die Menschen bewegt. Ich glaube an mich, der zwar klein ist, aber dennoch von unschätzbarem Wert, die trotz ihrer Unvollkommenheit und Unfähigkeit versucht, Großes zu erreichen und zu leben, Impulse zu setzen, Visionen wahr werden zu lassen und mutig den Weg ins Ungewisse beschreitet. Ich glaube an mich, der Glauben lebt und das Leben versucht. Ich glaube an mich, die Glauben lebt und das Leben versucht. Amen. Guter Gott, Feuerstein bedeutet immer wieder den Blick über den Horizont und Kirchturmgrenzen hinaus. Wir bitten besonders für diejenigen, die kein Ansehen haben, unter Armut, Krankheit, Ausbeutung und Hunger leiden. Feuerstein bedeutet, immer wieder ehrliche Worte für diejenigen und mit denen zu formulieren, die aus christlicher Überzeugung leben und handeln. Lass unseren Glauben zur Brücke zwischen Menschen, Kirchen und Religionen werden, der Wesentliches anspricht und uns verbindet. Mein Gebet wächst wie ein Baum zum Himmel, wie ein Baum zum Himmel sich wächst. Zum Lichte hin. Feuerstein bedeutet immer wieder Schritte gemeinsam zu gehen, sich als junge Menschen auch zu zeigen. Lass uns Türen öffnen, uns nicht verstecken und zusammen Wege in Glaube und Kirche gehen. Mein Gebet wächst wie ein Baum zum Himmel, wie ein Baum zum Himmel sich wächst. Zum Lichte hin.
Feuerstein bedeutet, gemeinsam Träume von Kirche und Gemeinschaft zu träumen. Unter dem Sternenhimmel der Schöpfung Gottes, der in unserer Unterkirche symbolisch dargestellt ist. Lass junge Menschen so wie in biblischen Zeiten ihre Träume finden und gib ihnen Raum und Hoffnung hin zu einer neuen Wirklichkeit in Frieden, Nächstenliebe und Sorge um Schöpfung und Natur. Feuerstein bedeutet, kreative Steine für eine lebendige Kirche zu bauen. Dazu gehören für uns die Musik, das Lebenszeugnis, die Gemeinschaft und der Gottesdienst. Lass die Kirchen auf dem Feuerstein solche lebendigen Beispiele einer Kirche sein, die mit den Menschen lebt und so wie der Regenbogen in immer neuen Farben wächst. Mein Gebet. Ein Baum zum Himmel, wie ein Baum zum Himmel sich wendet, zum Lichte hin. Feuerstein bedeutet, einen Ort der Kraft und der Begleitung Gottes zu haben. Er ist hier lebendig in seinem Wort, in Jesus Christus, in seinem Heiligen Geist und den vielen Menschen, die hier zusammenkommen. Wir danken all denen, die diesen Ort hier geschaffen haben und lebendig erhalten. Lass den Feuerstein noch viele Jahre aus dieser Kraft leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm näher, Friede. Wenn ich hier oben auf der Altarinsel stehe und in die Kirche schaue und mich an den Friedensgruß erinnere, dann sehe ich ganz viele Menschen, die sich den Frieden wünschen, indem sie sich die Hände reichen oder sich umarmen oder einfach auch Ehepaare sich einen Kuss geben. Das ist leider im Moment nicht möglich. Und doch soll hier ganz besonders jetzt der Friede in die Welt getragen werden. Hier in unserer Friedenskerze, die seit Weihnachten 2019 brennt, wollen wir nun eine Kerze entzünden. Symbolisch wollen wir sie rüber zu unserem Feuersteinkreuz tragen. Friede beginnt, wo Menschen sich einander anschauen, wo Menschen sich einander was Gutes zusagen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Das Wort Friede steht hier in verschiedenen Sprachen auf diesem Plakat. Gebt euch jetzt ein Zeichen dieses Friedens und gebt diesen Frieden weiter. Per WhatsApp, per Telegram oder vielleicht mit einer kleinen Postkarte oder daheim bei euch, wo ihr jetzt seid, in eurer Haus- oder Wohngemeinschaft. Gebt euch dieses Zeichen des Friedens. Deine Gestalt. Komm näher, Friede, komm näher, Friede, komm näher, Friede, Friede kommt. Komm näher, Friede, komm näher, Friede, komm näher, Friede, Friede kommt. Komm näher, Friede, die Welt ersehnt. Komm näher, Friede, die Welt ersehnt.
komm her, Friede, komm her, Friede, Friede, komm her, Friede, komm her, Friede, Friede, komm her, Friede. Der Geist des Feuersteins, umwehe dich mit den Fragen, wer bist du, wohin willst du, wozu bist du in diese Welt gestellt? Der Geist der Freundschaft, der auch auf der Burg sein Zuhause hat, begleite dich und stütze dich, damit du für andere da sein kannst, wenn sie dich brauchen. Der Geist der Toleranz, der auf der Burg gelebt wird, zeige dir deine Vorbehalte und Engstirnigkeit und mache dich neugierig und mutig für die Geschichten des Lebens. Der Geist der Freude und des Lachens, den du in dir trägst, erfülle dich, um die andere damit anzustecken. Der Geist der Gewissheit, den du auf der Burg suchen und finden kannst, zeige dir deinen Platz und deine Aufgabe in diesem Leben und erfülle dich mit Sinn und Zufriedenheit. Der Geist der Liebe, der durch alle Winkel der Burg zieht, lasse dich spüren, dass du Gottes vollkommenes Werk bist, geliebt, geschützt und begleitet. Ein Blick gesucht. Ein Wort gesprochen, ein Schritt gegangen, ein Traum geträumt. Steine für eine Kirche, in der du Gott wohnst. In den Kirchen am Feuerstein, aber auch in uns. Lebendig, Licht und Leben. Gesegnet in deiner Begleitung, in deinem Sohn, stark in deinem Geist. Den Reichtum seines Segens schenke euch der Herr des Himmels und der Erde, der uns versammelt hat zum Weihefest dieses heiligen Hauses. Er hat Christus zum Eckstein seiner Kirche gemacht, euch füge er ein als lebendige Steine. Der Heilige Geist wohne in euren Herzen und mache sie zum Tempel Gottes, damit ihr einst wohnen dürft im himmlischen Jerusalem. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Im Moment heißt es bei uns in der Arbeit im Jugendhaus auf Sicht fahren. Und das ist zurzeit das Motto in der Arbeit und in unseren Angeboten. Für uns heißt das konkret, seit dem 18. März ist das Haus auf behördliche Anordnung hin geschlossen und der Beherbergungsbetrieb und unsere außerschulische Jugendbildungsarbeit, die ruhen. Und auch wenn wir vielleicht im Juni wieder öffnen dürfen, da wird es wegen der vielen Stornierungen der Gruppen noch längere Zeit dauern, bis der Betrieb wieder so ganz normal rund läuft. Die Kirchen des Jugendhauses, die sind ja in erster Linie für die Gruppen auf dem Feuerstein gedacht. Wir sind eben eine Jugendkirche. Aber wenn die Jugendgruppen im Moment nicht kommen dürfen, dann macht das auch keinen Sinn. Was wir in der Zeit machen, das hört und sieht man hier auch im Hintergrund. Es wird gebaut, es wird viel Krach gemacht. Das war vorgesehen, die Generalsanierung unseres Jugendhauses. Die ist jetzt zur rechten Zeit gekommen. Wir haben einige Arbeiten vorgezogen und es wird richtig viel Krach gemacht. Das könnten wir bei einer ganz normalen Belegung mit Gruppen sonst nicht machen. Wir hoffen ja auch, dass wir bald wieder ganz normal arbeiten dürfen. Der Gästetrakt, der erste Gästetrakt, war ja schon vor Corona fertig. Und wir sind jetzt auch mit einem sehr guten und sehr klugen Schutzkonzept gut auf die Zukunft eingestellt. Auf das, was im Moment verlangt wird, an Hygienemaßnahmen, an Abstandsregeln, an Etiketten, aber auch an Dingen, die vielleicht noch kommen werden. Unsere Sanierung kommt daher gerade zum rechten Zeitpunkt. Alles wird modern eingerichtet. Jedes Zimmer wird in Zukunft eine Nasszelle haben. Auch das sind Anforderungen, die im Moment an Beherbergungsbetriebe gestellt werden, wenn man Gäste aufnehmen möchte.
Wir versuchen außerdem mit neuen Konzepten in der Pädagogik uns einzustellen auf das, was gerade passiert, auf das, was noch kommen wird. Und wir würden deswegen auch gerne im August vor allen Dingen für die, die jetzt in der Zeit sehr schlecht weggekommen sind, nämlich Familien mit kleinen Kindern, für die würden wir gerne extra Angebote machen. Da wir aber auf Sicht fahren, heißt das, wir müssen alle Tage neu entscheiden und uns auf neue Anforderungen einstellen. Und es gibt Gott sei Dank die modernen Kommunikationsmittel, alle einfach immer wieder mal auf unsere Homepage schauen und danach sehen, was läuft. Was bis zum 15. Juni einschließlich nicht laufen wird, das sind Gottesdienste. Wenn, wie gesagt, die Gruppen nicht da sind und wir eigentlich eine Jugendkirche sind, macht es mit unserem leichten Standortnachteil hier auf dem Feuerstein keinen großen Sinn, Gottesdienste anzubieten, zu denen dann nur einige Jugendliche kommen können. Und dann vielleicht sogar noch mit Maske vor dem Mund dann in der Kirchenbank sitzen, nicht singen dürfen. Unser tolles NGL bleibt aus. Das wäre sehr schade. Was mir jetzt noch einfällt, der Norbert ist eben in seiner Predigt kurz auf den Lärm hinter uns eingegangen. Der wird also bald ein Ende haben. Wir werden, glaube ich, ganz frisch und modern wieder daherkommen. Vielen Dank für alle, die jetzt mitgewirkt haben, vor allen Dingen an den Anton Schwarzmann für die Musik, an die Lena für den tollen Gesang und an die vielen Ehrenamtlichen, die vorgelesen und mitgewirkt haben. Und mir bleibt ganz zum Schluss nur noch eins zu wünschen. Natürlich, so macht man das heute, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich hier auf dem Feuerstein bald wieder mit ganz normalen Angeboten, mit ganz normaler Geselligkeit. Bis dahin, tschüss.